Und nun nach Bulgarien. Ein zweites favorisiertes Team, Russland. Wenn Sie unsere Sportart bei DSF verfolgen, liebe Zuschauer, dann werden Sie sich erinnern, das war das russische Pechteam von Wien. Damals sprang ein Reifen weit weg von der Matte und alle Chancen waren dahin, der Favoritenrolle gerecht zu werden. Und Favoritinnen sind diese russischen Mädchen aus Wolgograd, aus Moskau, aus Pienza auf alle Fälle. Bei der Weltmeisterschaft im Vorjahr nur auf Rang 4, deswegen wegen des Fehlers im Mehrkampf. Und weit zurückgefallen bei 5 Reifen. Und Bronze holte sie sich dann gerade so bei 3 Bälle, 2 Bälle. Aber hier kommen sie mit neuer Übung. Russische Folklore. Wir sehen diese Übung zum ersten Mal. Damit gewann sie schon 3 Turniere in 96 in Madeira. In Budapest hier bei einem Turnier und war noch Erste im Mai in Paris bei einem Grand Prix. Das letzte Resultat der großen Truppennationen Bulgarien, Spanien war Ende Mai in Saragossa. Russland vor Bulgarien und Spanien. Also vielleicht die Top-Favoriten. Das war von absoluter Klasse, absolute Schwierigkeiten, hervorragend präsentiert. Das war ein Top-Team, auf alle Fälle. Russland also wird seiner Favoritenrolle gerecht. Wie urteilen die Kampfgerichte? Sehr schöne Formationen bilden sie hier, klare Formationen wie hier, dieses Dreieck. Absolute Synchronität auch. Und auch hier, wie bei der bulgarischen Gruppe, ein Körpertyp. Die Mädchen passen zueinander, sie harmonieren, beherrschen ihre Körpertechniken und fügen sie zusammen zur Gruppenharmonie. Die Einzelleistung, die ja so schwer zu erarbeiten ist und dann noch von 5 Individuen zusammenzufügen ist, das ist der besondere Spannungsbogen, hier ästhetisch dargestellt von 5 jungen Damen, die in der Nähe von Moskau trainieren. In Nowogorsk ist das Zentrum, etwa 30 Kilometer vor den Toren der Hauptstadt. Pro Monat sind sie 2 Wochen im Trainingscamp, verbringen diese Zeit auch mit Schule, also 2-mal Training plus Schule. Und sehen Sie, 10,0 wie das führende bulgarische Team und 9,566, das heißt einige Hundertstel weniger als die Bulgarinnen, deswegen auf Rang 2